Kommen wir nun zu einem weiteren Add-on des Firefox, nämlich REST Client. Diesen REST Client benötigen Sie zur Beantwortung einer Frage in dieser Unit. Ich rufe die Seite auf und meinen REST Client, der sich hier verbirgt. A Debugger for RESTful Web Services. So sieht er aus. Ich demonstriere Ihnen nur mal zwei, drei Request-Methoden. Sie sehen, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibt die RFC-Spezifikation her. Was fehlt? Es fehlt, ja, was auch schon gesagt worden ist auf den Folien, Patch. Patch ist etwas, was nicht umgesetzt wird von den Browsern. Versuchen wir es mit GET. Und das gleiche Beispiel, die Willkommensseite auf Localhost, rufen wir auf, also Localhost. Und ja, er sagte, so geht das nicht. Das ist keine ordentliche URL. Das machen wir ordentlich. Wir benennen erstmal das Protokoll, HTTP. Und wie Sie sehen, ist ja unten das schon mal passiert beim Vorüben. Das ist korrekt dann und rufen es auf. Und auch hier sehen Sie schön gerendert, schön formatiert die Antwort des Servers. Auch hier als Rohdaten oder mit einem Syntax-Highlighter für HTML und die gerenderte Ansicht der Webseite. Also hier wurde HTML interpretiert. Noch ein weiteres Beispiel. Wenn Sie nur die Ressourceninformationen haben wollen und die Verfügbarkeit und ähnliches mehr, dann arbeiten wir ja mit der Head-Request-Methode, senden diese ab, schauen uns einmal den Response an. Das ist ein bisschen zu weit. Der sieht genauso aus wie bei der GET-Anfrage, aber Sie wissen, Head verschickt nicht die Darstellung der Ressource, wie Sie hier unschwer an den leeren Feldern erkennen. Und ein letztes, um die Aufgabe in der Unit zu lösen. Sie befragen den Server, was er denn so kann, welche Request-Methoden er unterstützt. Senden also diese Anfrage ab und schauen uns mal den Response an. Und hier sehen Sie in der entscheidenden Zeile Allow, genau das, Get Head Post Options. So viel zum REST-Client für die Analyse der HTTP-Request-Methoden.